Weiße Actual, aus was Blau. zählst du jetzt noch? Ja, aktuell 3 kampffähige Einheiten. Kommen. Bewegen sich jetzt weiter. Gut, dann Feuerüberfall auf 3, 2, 1, Feuer! Nein, wir mussten ja aufgeben, das hat alles keinen Sinn. Alle Feinde wird stopp, stopp, Feinde wird gekämpft. Feinde bekämpft, sehr gute Arbeit, sehr gute Arbeit. Rot, ihr bewegt euch jetzt linksseitig der Straße in Richtung Relais. Blau, ihr rechtsseitig der Straße. Verstanden. Da ist null Deckung, aber gut, okay. Ja, ansonsten dann halt so, dass ihr Deckung habt. Information von Joker auf der restlichen Halbinsel, keinerlei Bewegung. Ja, wir sind trotzdem vorsichtig. Actual, jetzt wo kommen? Gut. Ja, wir starten unseren Angriff auf die Relaisstation. Gut, viel Erfolg. Wir wenden uns Freni zu. Drei, wir rücken ab. Ihr folgt Actual. Der Truck sieht clear aus. Okay, ich gucke mir das Ganze auch an. Ich komme jetzt nach, sicher das Ganze. Verstanden. Hier, Joker. Ich kann mit meinem Feldstecher da was ausmachen. Da ist ein Laptop. Vielleicht können Sie das Relais deaktivieren. Hier, zweimal nach Südwesten sich. Actual für Joker kommen. Ja. Sie können den BMT-Marker wieder einschalten. Von unserem Teamleader. Ah, wie bitte? Wird erledigt. Joker, Ende. Und wie sieht's da vor Ort aus? Alles sicher? Alles klar. Sehr gut, ich bekomme gerade über die Straße, bin gleich da. Eins hier drei kommen. Eins hat. Eins hier drei, wir haben Befehl, uns euch anzuschließen. Könnt ihr kurz warten? Wir kommen aus dem Weg Richtung Ost kommen. Haben verstanden, wir werden hier was machen. Ich sag, ich brauch was. Actual 3, Frage, was tun Sie dort? Kommen. Namen, Infanteristen bekämpft. Tja, noch ein bisschen was. Das muss man nicht mehr. Actual 2, komm. Ja. Relaisstation gesichert, komm. Dann sicher mal da die Küste nach Norden. Kleine Sache, kann man den Zamak benutzen? Armyman, wo bist denn du? Negativ, komm. Jetzt gleich rechts von der Können Straße. Wir den vernichten? Positiv, komm. Durchführen. Zu dir, gib's dir. Verstanden, zu Ende. Okay, Leute, wir sollen jetzt den Zamak in die Luft sprengen. Ne, unser RPG-Junge hat jetzt den Spaß dafür, dementsprechend alle nach Westen ausweichen. Hört. Wir haben den fast schon, wenn ihr da alles flach gemacht habt, zieht euch zum Movepoint 01 zurück. Ja, verstanden. Haben wir nicht irgendwie so Demo-Pack? Nee, haben wir nicht. Joker, verstanden.
Also wir ziehen uns jetzt alle nach Westen. Wir sollen uns, nachdem wir das Ding hier vernichtet haben, zu Movepoint 01 bewegen. Dementsprechend erstmal alle hier vorbeigehen lassen. Wir gehen ja schön von Westen her. Army Man, hier in dem Zermak sind noch 10 Medipacks. Nee, die nicht. Das sind die alten, die schon abgelaufen sind. Ja, aber die verwandeln sich doch auf wunderbare so Art und Weise, oder? Nee, tun sie nicht. Nicht mehr? Nein. Blau hier auf die Stellung von Feuerüberfall. Bis auf MG. Ja, alle ein bisschen weiter. Das waren gerade mal 85 Meter, ist ein bisschen nah dran. Wie viel Schuss hast du für den RPG? 2. Okay, ich hoffe, du kriegst das hin. Ich werde dich leiten, ich werde dir die Entfernung sagen. Lütze, ich habe doch eine Ersatzrakete. Das sind aber AT, wir haben da hinten noch irgendwelche HE liegen. Die Feuer willst du mich noch packen. Okay. So voll wie geht. Ja, Blau, wo seid ihr? Der ist aber ganz also schön, den RPG-Typen bitte einmal hier an die Straße. Ach ey, man sieht ihn nur noch fliegen. Wie das aussieht! Hat schwer zu tragen. Wie so ein Trockentaucher mit Schnorchel. Also von meiner Position aus sind es genau 170 Meter. 170. Ja. Wartet. Rückstreitzone frei machen. Ich prüfe nochmal. 175 Meter. Ja, 170. Dann zeig mal, was du kannst. Okay, Feuer frei. Sehr schön. Actually, jetzt hochkommen. Hört. Samak zerstört. Sehr gut, dann zurück zu Hochkommen 01. Verstanden, zu Ende. Okay, jetzt können wir uns weiter bewegen nach Movepoint 01. Also gehen wir wieder den Hügel hoch. Das können wir jetzt recht zügig machen. Rot vor, blau 50, 100 Meter hinter. Ey, Chef, mir kommt gerade in den Sinn, hätten wir nicht auch die Antenne umnieten sollen? Das zählt dazu. Okay. Rot live. AP. 3, 1 für Action. Und blau hinterher. Drei, eins, Auftrag. Das Lager Cesat einnehmen. Kommen. 3 verstanden. Lager Cesat ist einzunehmen. Kommen. 1 bestätigt. Ausführen, melden, wenn beendet. Ende. Actually, jetzt wo kommen? Hört. Frage, brauchen wir noch die Dokumente aus Frini? Komm. Ja, positiv. Die gehen wir jetzt gerade an. Vorschlag. Wir könnten uns auch von Osten her auf Frini zubewegen und das in die Zange nehmen. Komm. Negativ. Ich will eine Flanke aufbauen. Also eine Kampflinie aufbauen. Ah, verstanden. Zu Ende. Da oben auf dem Hügel ist Joker. Meldung von Joker, werden uns mit Riddler 2 zusammenschließen und dann Movepoint 01 ansteuern. Joker Ende.
Experimente, das einfach als Zwei-Mann-Team reingehen, das rausholen. Ziehen die vorbei. Jo, einfach weiter, Rot, wir steuern das MP01 an, hier findet ihr Weg. Wissen die anderen Teile jetzt, dass wir einen haben, der so einen Raketenwerfer da auf dem Rücken hat? Ja, habe ich so weitergemeldet. Jo, Giga, wir verlegen mit euch. Jupp. Ah, zur Info, 1 und 3 werden jetzt das C-Set-Lager mit dem Helikopter angreifen. Und wenn die da fertig sind, sollen wir von Norden her eine gemeinsame Front aufbauen, mit der wir dann Frini, verstehst du den Frini? Einrücken und dort die Dokumente finden. Was? Das kam nicht durch. Ah ja, Giga, du kannst deine Leute, die beiden Typen umgeschossen haben, mal loben. Die sind parallel umgefallen, das ist ja ziemlich beeindruckend. Habt ihr das gerade gehört, was ich gesagt habe? Ja. Hallo, hallo? Habt ihr es gehört, was ich gesagt habe? Negativ. Das jetzt, ja. Ah, okay, dann wiederhole ich nochmal. Also, zur Info. 1 und 3 werden jetzt das C-Set-Lager angreifen, das mit dem Kampfhelikopter. Danach sollen alle drei Squads von Norden her in Frini einrücken, die Dokumente finden, mitnehmen und dann geht's zurück zur Landezone. Mein Vorschlag, dass wir das Ganze von Osten flankieren, wurde abgelehnt. Abgeschmettert. Rot, ihr könnt den Weg ja vielleicht so lenken, dass wir diesen zweiten RPG-Werfer mitnehmen können. Jo, wir nehmen den auf unterwegs. Ja, Pausen einfach nach eigenem Ermessen. Wenn ihr Pause braucht, einfach sagen. Wir hatten genug Feuerpausen. Nicht Feuerpausen. Omni, wenn es geht, wähl den Weg so, dass wir an der vorherigen Stellung vorbeikamen, wo der Kampf an der Straße im Wald war. Da liegen noch zwei HE-Raketen, die hätte ich dann auch noch mitgenommen. Hier AR, ich atme schwer. Dann lass uns doch mal Pause machen hier an den Steinen. Das war ein Reim und das ist fein. Oh Mann. Ja, ja. Mach mal langsam da vorne. Ja, die sind nur eben den RPG aufgenommen und jetzt können wir hier Pause machen. Leg dich Nase in den Dreck, dann geht's schneller. Boah, hier sind noch 4 Raketen im Rucksack für dich. Ja, aber es ist ein einmal Raketenwerfer. Echt? Die RPG ist kein Einmal-Raketenwerfer. In Vanilla auf jeden Fall nicht. In Ace weiß ich gar nicht. Ah ne, die Endor war das. Blau läuft weiter. Ich kann einfach alle mitnehmen. Das bringt nicht viel, da Rot weiterläuft, weil die vorgelaufen. Okay, ready? Ich sag den anderen noch schnell Bescheid, dass hier Raketen sind. Der hat noch Ohrenstöpsel. Blau, hier bei der Leiche, da sind noch ein paar Raketen im Rucksack. Vergesst dein medizinisches Material nicht. Nee, ist schon dieselbe. Okay. Nee, ist keine Einmal-Rakete. Einfach so. Blitze. Go, go, go. Damit habe ich jetzt 5 Schuss. Rot läuft. Gut, dann geht's direkt weiter. Blau folgt. Nicht schlecht. Viel Spaß beim Tragen. Blau auch heute. Explosionsgeräusch. Was ist da vorne gestorben? Ja, das sind die anderen Squads, denke ich. Oh, hier ist gerade einer umgekippt. Sagittarius ist umgekippt. Wow, was ist mit dir los? Scheiße, ich wurde in den Stein reingekippt. Er ist doch vorhin schon mal umgekippt. Ach, alles gut. Ich hab nicht mal Schmerzen. Blau, halt, 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 halt. So, ja, komm, weitergehen. Oh, ist so schwer dann für ihn. Nimmt einem den RPG ab. Ich wurde in den Stein reingedrückt. Wie? Ach, der steht schon wieder. Na gut. Naja, alles gut. Weiter.
Nee, wir gehen erst weiter, wenn Rot weitergeht. Ich bin ja lernfähig. Ja, das rum. Rauch, Rauch, Rauch. Eben. Wir gehen. Ein Dückling im Leben. Ich dachte, die hätten C-Set endlich mal schon angegriffen und fertig gemacht, ey. Aber nö. Leute, kann mich jemand hören? Was ist das denn? Wer ist das? Einer, nehmt euch das mit. Wer ist das? Ist er tot? Nee, das ist ein Comment Medic. Nee, aber wenn wir aus Inventar zurückkommen. Oh, wir haben Comment Medic gefunden, der hier rumliegt. Oh Gott. Nicht zurücklaufen, weiter verteilen, Leute verteilen, verteilen. Rot weiter, Blau nimmt das mit, die haben auch den Comment Medic. Der Comment Medic ist gerade abgetaucht. Wie, der ist gerade abgetaucht. Weiter, Blau, weiter. Ah, okay. Das Naked wäre echt praktisch gewesen. Toll, wer war das denn? Der ist in den Boden diffundiert. Warum, wer hinter dir? Ah ja, kompostiert, ich verstehe. So, Rot weiter, jetzt ziemlich genau Richtung Westen. Hügel hoch. Blau, bisschen mehr Abstand. Wir haben hier große offene Flächen, da können wir die Abstände vergrößern. Drei, Factual. Drei, was? Habt ihr noch nur die Rakete für den Hubschrauber? Hier 3, das Rufix ist positiv, komm. Rufix ist umgekippt. Gut, dann ist er Bescheid, weitermachen. Mann, was soll denn das? Ja, die haben alle niedrigen Blutdruck, da ist so viel Lauferei zu anstrengend. Okay. Actual, ja, jetzt wo kommen? Rat, würden da längere Pausen helfen? Ja, wir müssen unsere Geschwindigkeit deutlich reduzieren. Wir haben alle sehr niedrigen Blutdruck, viel Blut verloren und die Geschwindigkeit sorgt dafür, dass uns ständig Leute umkippen. Komm. Das ist in Ordnung, ihr habt Zeit. Verstanden, zu Ende. Okay, Geschwindigkeit deutlich reduzieren, mehr Pausen machen, Abstände zu den Pausen ein bisschen verringern. Ja. Rufix, aber. Ja, mir geht's super. Mir auch. Okay, dann Rufix, gehst du deinem Fireteam, meinst du eben bis zur Ruine noch vor Rot und dann dort Stellung halten. Falls mal jemand Morphin oder Epi braucht, ich hab noch beides. Einmal. Okay. Ich hab auch noch ja, wir gehen was. Jetzt mal weiter zu den nächsten. Ich hab auch Morphin. Rot, habt ihr gehört? Warten und weiterlaufen? Naja, nee. Ach, jetzt fangen hier irgendwelche komischen Funkprobleme an. Ach, nee, ihr solltet eigentlich zur Ruine weitergehen, dann dort Pause machen, aber jetzt ruhig da, wo ihr könnt, weiter und dann Pause machen. Bei der nächsten guten Deckung. Blau folgen. Blau weiter. Ungefähr 50, 70, 100 Meter hinter Rot dann ebenfalls Pause machen. Weil da ist ja nicht mehr was da, was Druck aufbauen könnte. Blau, halt, stopp, Pause machen. Ich glaube, von mir kommt auch nicht mal jeder Funkspruch durch. Nee, die Funkprobleme nehmen momentan zu. Als hätten wir unser eigenes Relais abgeschaltet. Ja, wer weiß das schon. Ja, vor uns 280 ist ja so eine schöne Waldschneise, die wir verwenden können. Jo, ihr findet da schon den schönen Weg. Okay, weiter. Okay, weiter geht's. Blau, weiter. Rufix, nimm nochmal die Waffe runter mit
Nimm die runter, dann ist nicht so anstrengend. Chef, nochmal, also die anderen machen jetzt diesen Außenposten platt. Und genau. Vreni, müssen wir das jetzt noch einnehmen oder nicht? Ja, wir müssen dann noch die Dokumente rausholen. Rot jetzt weiter Richtung, was war, Südwesten. Ja, okay. Los geht's. Auf MP01. Läuft. Hier 3 kommt. Hört. Blau, genau. Information 1 System, Angriff auf das auf den Compound und schon drin 3 überwacht kommen. Gut, melden, wenn Lager eingenommen. Hier 3 verstanden, Ende. Und wieder schneller. Okay, Rot, bald mal wieder Pause. Rot, mal wieder Pause einlegen. Info, das Lager ist jetzt 930 Meter entfernt in Richtung 229. Werden die anderen damit alleine fertig? Ja, bisher schon. Rot, wir werden unser Zielpunkt ein bisschen ändern. Bei Koordinate 146-213, da ist so ein größerer Gebäudekomplex. Seht ihr das? Ja, gesehen. Ja, das nehmen wir als Ziel. Rot rückt ab. Okay, blau hinterher. Und Marsch. Jo? Nö, bei mir kam, ich bin vorgerannt, bei mir kam kein Halt an. Ah, okay. Komm mal, glaube ich, wieder bei euch auf die Short Ranges. Glaube ich einfach. Achso, ja, ich habe auch nicht gefunkt über die Long Ranges, ihr halten sollt. Ja, nee. Ich bin jetzt wieder bei euch auf der Short Range. Okay. Hast du Short Range und Long Range auf einen auf anderen Ohren, ne? Ja, ja, ja. Ja, gut, alles klar. Long Range ist ja. Ja, nicht, dass ich alleine nur den Führungskanal abhöre. Nee, ich habe ja das Long Range Funkgerät auf. Ach ja, stimmt, ja, hast ja. Du könntest 3 sogar nehmen. Ich kann 4 theoretisch sogar nehmen. Ich kann ja bei dem Long Range auch noch eine Distanz reinmachen. Ja, gut, ja. Aber das wäre jetzt unnötig jetzt gerade. Ja. Ich habe jetzt auf der Short Range einfach Gigaflex und auf der Long Range. Wir zu zweit brauchen ja eh eigentlich keine eigene Short Range oder so. Ja eh. Hungern die ganze Zeit zusammen rum. Jo. Ey, ich stell dich mal vor. Rot hält in diesem Schilf hier. Ja, verstanden. In dem anderen Squad findet sich ein Kumpel von dir, dann richtet ihr einfach einen zusätzlichen Kanal ein. Ja, dann blau, dann versehen wir uns in der Schilf hier auch in das nächste. Auf den Boden legen, dann atmet sich's besser. Okay, Rot, dann jetzt schwenk direkt nach Süden und dann versuchen so von Osten her an dieses Gebäude ranzukommen. Alles klar. Oh,
Oho, hier ist ja so viel Schiff, da kann ja, zur Info, 1 ist jetzt in der CSET-Basis drin, das heißt, das Feuer dort doppelt, dreifach checken. Wo sind die Roten jetzt hin? Sind noch nicht losgegangen. Army. Ist Rot schon weiter? Nein. Scheiße. Rot, oh, seid ihr schon weiter? Nee. 1 für Action. Und hier noch ein Schiff, oder? 1 hat. Ich dachte, die sind schon weiter. Actual und Two-Face nähern sich aus Norden der CSAT-Basis. So, Army. Verstanden. Vorsicht, ja. Wir bekommen immer noch einen Schuss aus Süden reinkommen. Wir rücken ab. Verstanden. Jo, verstanden. Blau wieder entsprechend. 70, 100 Meter dahinter. Wir hatten nach Medic gerufen. Nein, 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 nein. Ja, Wichtigkeit, auf euren Buddy zu achten, hat momentan zugenommen, nicht, dass er einfach plötzlich umkippt. Blau weiter. Ach, ist eine Lagerhalle. Jetzt einsehbar auf 210. Blau, da fehlt einer. Army, lauf, lauf. Ach, da ist er ja. Okay, gut. Ich öffne. Rechts rum sicher. Alles klar. Okay. Blau bleibt außerhalb östlich der Lagerhalle. Rot, ihr bleibt bei der Lagerhalle. Blau, ihr bewegt euch nach Südosten. Da ist ungefähr 100 Meter entfernt so eine Häuserruine. Da bezieht ihr Stellung. Check. Ach, das ist eine Base. Ich dachte, das wäre eine Stadt. Nee, das ist. Oh, oh. Schuss! Es kommt aus Richtung Lager, nicht dass das Blue und Blue ist. 220 in dem Waldstück drin. Weiterfeuern, gebt mal Sperrfeuer. Ich weiß in dem Waldstück da oben ist auch was. Ist scheiße, hier, wir haben noch Munition. Extra Feuer, komm. Hört. Eins hat die Set Base erfolgreich soweit gesichert. Weiter Befehle kommen. Okay, Blau. In Richtung Südwesten kommt irgendwo ein Feuer her. Trennung 3 für Actual, komm. Ja, check. Wir suchen noch. 3 hört. 3 zieht nach in die Basis. Ja, verstanden. Zieh nach. Ja, passt auf euren Munitionsbestand auf. Wir haben nicht mehr viel. Wir müssen gleich noch in die blöde Stadt einrücken. Kann sein, dass wir da noch brauchen. Ich weiß nicht, hat jemand Kontakt? Negativ, ich kann keinen sehen. Nee, ich auch nicht. Feuer einstellen erstmal. Dann erstmal Feuer einstellen. Wenn immer noch beschossen wird, dann geht in Deckung. Hm. Negativ, kein Beschuss mehr. Boah. Da an dem Eck ist gerade einer von uns umgefallen, oder? Echt? An dem Eck, was zu uns zeigt, weil da ist gerade einer gelaufen und der liegt jetzt hier. Könnte sein. Ich sehe da bisher nur C-Set. Extra auf! Ah, war C-Set, ja. Den VIP!
Actual, ihr zwei, kommen. Wiederholen. Egal, die BMT-Marker von denen fehlen auch vom VIP und der Führung. Geil, ich glaube, wir haben gerade Führung und VIP verloren. Weil die Mitte in die Basis gegangen sind, die wahrscheinlich wieder nicht richtig gesichert wurde. Gott, sind die doof. Wiederholen, wer ist auf dem Hauptkanal noch aktiv? Joker. Können wir denen irgendwie medizinisch noch helfen? Weiß es nicht. Ich sehe zwei freundliche Infanteristen im Compound. In welchem? Ja, kann ich bestätigen. Also in der Basis, in der C-Set Basis noch. Steht doch ein scheiß Panzer. Korrektur, Joker und 2, ihr 3, komm. Brauchen die einen Combat Manager drüben? 2 hört. Ich bin gerade vor. Ihr 3, Meldung, die Führung ist wohl ausgefallen. Sie ist in der C-Set Basis selber eingerückt und wurde dabei zusammengeknallt. Ich überprüfe das Comment. Ja, verstanden, komm. Ich denke, das heißt, sie sind ausgefallen. 3N. Frage, Nachfrage. Brauchen Sie dabei Unterstützung? Müssen wir auch auf die Basis zurücken? Vorher einzeln. Handeln Sie nach eigenem Ermessen. Ich persönlich halte es für klüger, wenn Sie im Raum verbleiben und eine Sicherung für uns irgendwo einrichten kommen. Ja, verstanden. Wir hatten eben südlich der Basis noch Kontakt. Dann halten wir hier die Position und sichern entsprechend. Tom? Ja, so verstanden, finde ich gut. 3N. Also, Giga, wenn die Führung. Okay, Leute, die 3 wird jetzt dort einrücken und entsprechend die Situation klären. Wir halten jetzt erstmal die Sicherung. Wir hatten ja eben Kontakt südlich der Basis, dass die da nicht noch flankiert und dann alle getötet werden. Riddler 1 ist ja auch komplett weg. Die BFT-Marker fehlen ja alle. Ja, was sollen wir machen? Ja, du hast dann doch jetzt die Gesamtführung, oder nicht?